Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir haben direkt das nächste Spiel, wieder zwei auf dem Sonntag. Letztes Spiel sehr, sehr spannend gewesen gegen die Saints und ich kann euch sagen, das hier wird auch spannend. Ich muss mich erstmal fürs Jersey-Matchup entschuldigen. Ich habe ihm vorher geschrieben, ich bin Heimteam, ich spiele in Schwarz-Silber. Er meinte, okay, und kommt raus in Dunkel-Lila. Ja, aber es geht, man gewöhnt sich dran. Es ist nicht besonders cool. Ich würde mich auch generell freuen, wenn ihr in irgendwelchen Ligen seid, wenn ihr das Auswärtsteam seid und wenn es nicht irgendwie anders besprochen ist oder ihr gegen die Cowboys spielt, wenn ihr einfach mit hellen Jerseys spielt. So ist das normalerweise. Wir haben Swift rechts auf einer Corner. Eigentlich ein Red Zone Play, funktioniert aber hier auch ganz gut. Touchdown. Let's go. Zweiter Snap vom Spiel, direkt mal ein weiter Passing-Touchdown auf die DeAndre Swift. Ungewöhnlich, normalerweise, logischerweise als Running Back eher für die Running-Touchdowns zuständig. Egal, nehmen wir. Dalvin Cook auf der anderen Seite, Priorität Nummer 1, den heute bei wenig Yards zu halten. Guter Read, zu viel Zeit in der Pocket, unten drunter habe ich zugemacht, oben drüber hat er gefunden. Weiter geht's, nächster Stopp für Dalvin Cook, Josh Ross. Late Round Linebacker. Erst mit dem Run-Stop und dann hier mit dem Sack. Der legt also direkt mal gut los. Unsere beiden neuen Inside-Linebacker machen einen starken Job bisher. Cousins aus der Pocket raus, findet beinahe noch wen. Wieder viel zu viel Zeit. Und gerade dafür, dass ich mit Contain spiele, meistens kommt der dazu einfach aus der Pocket. Jamal Agnew will den nicht returnen. Oh, ihr seht übrigens, ich habe diese Sichtbarkeit wieder eingestellt. Das heißt, wir wissen jetzt auch, wer bei uns die Starspieler sind und wer nicht. Stafford will hier raus, aber ist natürlich viel zu langsam. Das hat nicht geklappt. 2. und 12. Pass über die Mitte, Quintez Cephas hält den Ball fest, neues First Down an der 31, Swift durch die Mitte, aber das ist gut verteidigt von, ich glaube, Jerome Baker, ich bin mir nicht ganz sicher. Und, oh, warum? Na okay, Rookie-Fehler kann man mal in Schutz nehmen, sage ich mal. Er versucht es hier wieder gut zu machen und macht es auch wieder gut, indem er ein neues First Down holt. 41-Yard-Lions jetzt. Ah, riskanter Ball, wenn der Cornerback sich da umdreht, ist es ein Pick, hat sich nicht umgedreht, deswegen neues First Down an der 30. Verzeihung, Lauf führt wieder nirgendwo hin. Wir sind an der 27. Wir waren an der 27. Jermaine Pratt mit dem Pick. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was hier passiert ist, weil Quintez Cephas den Ball sieht. Und ich glaube, da stand gerade Catch and Run. Vielleicht habe ich aus Versehen Viereck statt Dreieck gedrückt. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen, hier beim Live-Kommentieren. Das würde natürlich erklären, warum das ein Pick war. Eigentlich wollte ich da natürlich Dreieck drücken, aber scheinbar habe ich Viereck gedrückt. Guter Ball über die Mitte, sehr, sehr stark. Aber wisst ihr auch, was das Problem ist? Wenn man so viel Zeit hat mit einer 5-Mann-Protection gegen einen 5-Mann-Pass-Rush. Ich zeige euch das gleich nochmal. Wir haben 5 gegen 5 und der hat so viel Zeit. Guckt euch mal an, was das für Pass-Rush ist. Die sind einfach alle gelockt, Alter. Oh, sehr, sehr ärgerlich. Also ja, Pass-Rush-Probleme nach wie vor da in Detroit, deswegen sind wir ja sehr, sehr viel am Blitzen. Ganz eventuell muss ich anfangen, mein Scheme umzustellen defensiv, aber eigentlich will ich dann noch ein paar Wochen warten. Der Screen funktioniert besser als die letzten 2 Wochen. Fast ein neues First Down für DeAndre Swift. 2. Viertel beginnt mit einem Gleichstand 7-7. Niemand wirklich offen, wir müssen ganz hinten Hockenson nehmen, weil ich wusste, dass er freikommt an der Flat. Genau dieses Play hier, Cover 3 Lock, hat er erstens zu Tode gespielt. Und das hat mich aufgeregt, erstens, weil es halt langweilig ist, ne, wenn jemand immer wieder das Gleiche spielt. Und zweitens, natürlich auch, muss ich zugeben, weil ich keine Lösung gefunden habe. Er hat das, glaube ich, base aligned und dann noch 1, 2 Adjustments gemacht. Weiß nicht, ob er selber drauf gekommen ist oder ob das ein YouTube-Scheme ist oder sowas. Ich weiß es echt nicht. Dicker Hit hier an Kenny Golladay. Aber da habe ich auf jeden Fall keine Lösung für gefunden. Und das hat mich maximal aufgeregt. Hier wieder der berühmte 2-Mann-Pass-Rush. Der Spike kommt und... Ah, Swift lässt den fallen nach dem Tackle. Ist okay, ist ein Running Back, muss man nicht erwarten. Hockenson fängt den Ball, fängt das neue First Down und wir sind an der gegnerischen 10 oder so, wie es aussieht. Hockenson verletzt, ärgerlich, aber ich glaube, der kam sogar im Spiel wieder rein. Swift holt nochmal 5 Yards zu 5. Ja, hier, keine Ahnung, was man dazu sagen will. Vielleicht einfach sehr starkes defensives Play. ja, aber egal. 3. und 6. Und hier habe ich auch nochmal ein Hühnchen zu rupfen mit EA, ne? Erinnert ihr euch noch gerade an meinen 5-Mann-Pass-Rush gegen eine 5-Mann-Front? Das ist ein 2-Mann-Pass-Rush gegen eine 5-Mann-Front und ich habe weniger Zeit. Das ist dann der Moment, wo man vielleicht mal drüber nachdenken sollte, was hier passiert mit Superstar und X-Factor-Pass-Rushern. Aber ja, egal. Field Goal ist drin. Aber in der Red Zone, wenn du 9 Leute in Coverage hast und der 2-Mann-Pass-Rush dann so durchkommt, da muss ich mich selber mal kurz in Schutz nehmen, da kann man nicht wirklich was machen. Egal, 3 Punkte sind ja auf dem Board und wir führen. Dalvin Cook wieder verteidigt, diesmal ist es Jamie Collins, Linebacker. Letztes Jahr ein großer Schwachpunkt unseres Teams, dieses Jahr vielleicht bisher eher eine Stärke. Pass-Rush kommt durch, diesmal sehr, sehr stark. Ogundeji mit dem nächsten Sack. Ist ja ein Mid-Round-Rookie von uns.
Slant nach außen beim 3. und 22. Paar Yards geholt, aber das reicht natürlich nicht für ein neues First Down. Und die Vikings müssen punten. Jamal Agnew, kann er den Inbounds halten? Oh, gerade so. Einen ausgejuckt und ein ganz guter Return, sage ich mal. Wir sind an der 43. Stretch, den hätte ich reinbiegen müssen, aber Jukebox hat mir ein bisschen geholfen hier. 50-Yard-Line. Ihr seht die Adjustments. Ich weiß echt nicht, ob das eigen... Also, ob das... Naja, egal. Swift mit einem neuen First Down. Wir sind innerhalb vom 2-Minute-Warning in der ersten Hälfte. Nächster Lauf. Wieder ganz erfolgreich. Und Ball... wird noch nach vorne gehalten. Das war Gott sei Dank ein neues First Down. Frag mich nicht, wie. Screen. Diesmal wieder ganz gut. Da war ein Holding drin auf Quandre. Der... Oh Mann, ey, das hat mich geärgert. Aber ja, vielleicht war das ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass das Holding nicht geahndet wurde gegen Quandre Diggs gerade. Touchdown. Hier gibt es keine Fumble-Musik, weil es ein Touchdown war. Wir sehen jetzt gleich in der Wiederholung, guck mal. Ich will ihn trucken. Swift hat beide Arme am Ball. Und dann kommt der Hitstick. Das hat mich echt geärgert, weil ich denke, wenn man sich auf einen High-Impact vorbereitet mit einem Truck, dann ist es so unwahrscheinlich, dass man fummelt, weil er, wie gesagt, extra schon gesichert hat, beide Arme am Ball hatte. Aber ja, ich nehme an, das war einfach so ein verdammt dicker Hit, da konnte dann Swift auch nichts mehr machen. Ball hier zu spät geworfen, ihr habt unten vielleicht gesehen, er stand out of range. Deswegen konnte ich hier den Geschwindigkeitsvorteil von Smith nicht mal wirklich ausnutzen. Swift nach außen, neues First Down, Timeout wird genommen, 20 Sekunden, zwei Timeouts noch. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was machen. Swift wieder out of bounds, er verteidigt halt sehr, sehr soft. Wieder mit seinen zwei Leuten, die rushen, neues First Down ist da. Nicht, dritter und Inches war, sorry, my bad. Swift holt das First Down, rennt out of bounds. Wir haben 9 Sekunden noch auf der Uhr. Rechts ist niemand. Danzler rennt raus. Und, oh, beinahe noch. Wenn ich nicht ins Aus beinahe gestolpert wäre, dann hätte ich vielleicht, na, egal. Auf jeden Fall ist jetzt hier das Field Goal wenigstens noch drin. Heißt, wir gehen mit nur einem Punkt Rückstand in die Halbzeit. Ärgerlich natürlich aus der gegnerischen Red Zone Scoop and Score zu kassieren. Oder war das Red Zone überhaupt? Egal, es war auf jeden Fall in der gegnerischen Hälfte Scoop and Score. Das ist ärgerlich, das tut weh. Aber Swift kann man keinen Vorwurf machen, der hat uns schon so viele Spiele einfach alleine gewonnen. Zweite Hälfte beginnt mit einem Touchback, Vikings fangen an der 25 und Dalvin Cook rennt nirgendwo hin. Nate Landman mit dem Tackle for Loss. Und wieder viel zu viel Zeit. Oh. Findet die Slant ganz, ganz, ganz am anderen Ende vom Feld. Cousins hat nicht wirklich wen, hat dann Zeit für den Playmaker, der auch stark gemacht ist, muss ich sagen. Defense kommt da nicht mit und gut ausgeführt. Dalvin Cook durch die Mitte, der hat bisher gar nichts zu melden im Spiel. Ich glaube, den hatten wir auch insgesamt, na, ich will es ja jetzt noch nicht sagen, aber das Passing Game dafür echt gut, aber das ist auch, das sind alles Crosser. Das geht alles cross übers Feld. Der hier riskant dabei, aber da war ich ein bisschen zu lahm mit Nate Landman, hab ein bisschen zu viel Angst gehabt. Und wieder die ganzen Crosser. Thielen wird gefällt. Im, nicht Backfield, aber nach 3 Yards. Dalvin Cook mit seinem, ich glaube, besten Run des Tages. Beinahe ein neues First Down. Dritter und 2. Wieder Crosser. Wieder offen. Und da ist der Touchdown. Aber seid mal ehrlich, sieht das aus, als würden wir mit 2 Superstar-Cornerbacks spielen? Nee, ne? Das ist das, was ich letztens schon meinte. Gerade in Man- oder in Match-Coverage. Das sieht halt entweder aus, als wären die vor dem Receiver und würden die Route für ihn laufen. Oder das, was uns heute passiert, die sind halt immer irgendwie 5 Yards dahinter. Und mit der Pass Protection, die er hat, beziehungsweise mit dem mangelnden Pass Rush, den wir haben. Oh, der ist riskant, der Ball. Beinahe intercepted. Ja, mit dem mangelnden Pass Rush, den wir haben, kann er dann natürlich auch alles machen. Also können wir da eigentlich nicht mal wirklich der Coverage einen Vorwurf machen, sondern müssen eher unserem Pass Rush den Vorwurf machen. So, 4. und 3. Ah, bumm! Ford mit einem dicken Tackle, wir mussten da punten, das war mir ein bisschen zu risikoreich dafür zu gehen. Dalvin Cook wieder mit einem akzeptablen Lauf, sage ich mal, für Dalvin Cook-Verhältnisse heute. Und wieder alle Crosser übers Feld und irgendwer wird schon offen sein, Rudolph. Oh, fängt sich noch ein Hit von Tracy Walker, aber behält den Ball. Dalvin Cook durch die Mitte, langsam findet er ein bisschen ins Run-Game rein. Ah, zu früh gesagt, hier ist wieder nichts drin. 3. und 1. Und der ist, gerade noch so verteidigt. Hab kurz gedacht, Adam Thielen hält den. Super Animation übrigens, sieht man jeden Sonntag, dass sich 3 Leute gleichzeitig exakt synchron bewegen. Ja, das ist der klassische 3-Mann-Synchron-Fehlstart gewesen. Punt auch von den Vikings, also Punt nach Punt. Lions wieder am Start, könnten jetzt theoretisch wieder ausgleichen mit einem Touchdown und einer 2-Point-Conversion. Bubble Screen holt uns ein neues First Down. Devontae Smith heute mit einem ruhigeren Spiel als letzte Woche. Was aber auch nicht wirklich schwer ist.
Ihr wisst noch, was er für ein krankes Spiel hatte letzte Woche, ne? Mit seinen irgendwie knapp 200 Yards, 4 Receiving Touchdowns oder so. Er ist einfach nicht Spieler der Woche geworden. Ich weiß gerade nicht, wer dann noch krasser war, aber hm. Kreis wäre sehr viel weiter offen gewesen, aber so oder so haben wir das neue First Down hier rausgeholt. Stafford will rennen, aber ist halt echt so lahm. Das muss ich mir wirklich aus dem Kopf schlagen, mit dem zu scramblen. Das kann nicht funktionieren. Ich weiß echt nicht, was hier passiert. Ah, doch, genau. Ich wollte eigentlich vorher werfen, habe aus Versehen gepumpfaked und dann hatte ich richtig Panik und habe den einfach trotzdem geworfen, obwohl er dann komplett gecovert war. Also Glück, dass das eben keine Interception war. 4. und 6. Hawk ist offen. Truck. Oh, nee, wird selber umgetruckt. Okay, gut. 1. und 10 von der 45. Wieder 2-Mann Pass Rush. Wir finden Hockenson in der Flat. Das ist halt wieder dieser Cover 3 Lock gewesen oder ein Cover 4 Drop. Das sind die beiden Sachen, die er gespielt hat. Cover 3 Lock oder Cover 4 Drop. Cover 4 Drop konnte ich besser spielen. Gegen das 3 Lock habe ich, wie gesagt, wirklich keine Lösung gefunden. Beziehungsweise... Ah, Mann! Der sollte nach rechts geführt werden und entweder ich habe es nicht gemacht. Das kann gut sein. Kann gut sein, dass ich das verpeilt habe. Ja, lauf deine Schlängelinien. Das hilft dir eh nichts. Das ist Quandary Diggs, ey. Der ist zu langsam. Ja, also entweder ich habe es nicht gemacht oder irgendwie hat das Spiel mir das nicht gegeben in dem Moment. Aber wie gesagt, kann sehr, sehr gut sein, dass ich das einfach nur verpeilt habe in dem Moment, den nach rechts zu führen. Dann wäre es vermutlich ein Touchdown gewesen, so war es ein Pick. Sehr, sehr ärgerlich. Vikings jetzt vor allen Dingen mit noch 3 Minuten in Field Goal Range. Also der Pick hat das hier ein bisschen vorentschieden, möchte ich sagen. Ist natürlich noch alles drin, aber er spielt jetzt logischerweise auch soft und kann mit einem Field Goal auf 2 Possessions hochgehen. Da ist es. Und zack, ist er 11 Punkte vorne. Julian Okwara verletzt raus. Ärgerlich. Vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Ogundeji. Stafford sucht das gute Man-Coverage hier. Ich hätte vielleicht links den anwerfen können, aber na gut. 3. und 23. Aha, throw out of sack. Pass Protection. Größter Unterschied heute. Und das ist schwer. Oh, hu, Kenny Golladay. Da hat er die Mitte ein bisschen verpeilt. Und Kenny Golladay nutzt das natürlich schamlos aus für den Touchdown. Let's go. 1 Minute noch zu spielen. Two-Point-Conversion sitzt, weil Devontae Smith sehr schnell ist. Schneller als ein Linebacker. 3 Punkte vor. Wir haben 3 Timeouts. Heißt, wenn wir sie jetzt stoppen können, kriegen wir den Ball nochmal wieder und uns reicht ein Field Goal, um das Ganze auszugleichen. Nate Landman, 2-mal mit gutem Tackle. Julian Okwara verletzt sich jetzt endgültig. Ihr seht hier, das habe ich drin gelassen. Ihr könnt nochmal zurückspulen, wenn ihr wollt. Ich habe Contain drin, ne? Links auf der Seite wird der Contain auch gut gespielt. Alles ist zu, Coverage ist da. Rechts auf der Seite kein Contain. Und ein Cousins Scramble beendet das Spiel hier. Danke, Trey Flowers. Das hat Spaß gemacht. Ja, nee, Trey Flowers spielt da seinen Contain nicht, deswegen ist da der Scramble offen. Sehr, sehr ärgerlich und wir verlieren dieses Spiel. Am Ende, entscheidend würde ich sagen, Pass Protection, großer Unterschied, beziehungsweise Pass Rush, das geht ja Hand in Hand auf beiden Seiten. Wir hatten den Lauf sehr, sehr gut unter Kontrolle, aber mit der krassen Pass Protection konnten wir da nichts machen gegen die ganzen Crossing Routes und auf der anderen Seite dann natürlich auch noch der Scoop and Score. Ja, ärgerliches Spiel, aber shit happens, wir führen immer noch die Division, wenn ich mich nicht irre. Ich sag's immer wieder für die Leute, die vielleicht das jetzt hier als erste Folge gucken oder die ein paar verpasst haben oder sowas, folgt dem Instagram-Account oder guckt den einfach an, ihr müsst den ja nämlich folgen. Wenn ihr mehr Stats und sowas sehen wollt, ab vermutlich Mitte der Saison werden auch wieder Grafiken kommen und so weiter zu den Spielen. Ansonsten hoffe ich sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.